Moin Leute, was geht ab und damit herzlich willkommen zum LA Getaway Summit. Dem ersten Summit in der neuen Agency-Reihe, sprich seit dem Update. Und ich muss ehrlich sagen, es gab selten ein Update mit so nervtötenden neuen Events wie in diesem. Aber das zeige ich euch gleich, denn davon werden wir mehr als genug in diesem Summit zu fahren haben. Zunächst einmal zu den Belohnungen. Wir kriegen 300.000 Follower für Bronze, für Silber kriegen wir Tuning-Teile für den Mitsubishi Lancer Evolution X Street Race. Für Gold gibt es die BMW R1200 GS Adventure für, ich glaube auch sogar Street Race zu gewinnen. Und für Platin gibt es dann einen verbesserten Nitro-Mischer für Motocross, und zwar einen kompletten auf Lehnsmann und Elegant. Den sollte man sich auf jeden Fall gönnen, weil ich glaube, der ist auf Elegant verbessert und das brauchen wir hier auf jeden Fall. Warum und wieso dieses Update mich ein bisschen nervt, dazu kommen wir gleich im Video. Jetzt erstmal viel Spaß beim Video, viel Glück beim Summit und diesmal werdet ihr Glück brauchen. Wir starten mit dem angenehmen Teil und das sind die Tests. Wir fangen an mit dem ersten Slalom. Dafür benutzen wir ein Rally-Rate-Fahrzeug auf Punktebrecher mit Test erprobt so hoch wie möglich. Welches ihr dafür nehmt, ist eigentlich vollkommen egal. Ich mag dafür einfach den Hammer HX-Konzept. Den benutze ich bei Slaloms ja eigentlich immer. Eigentlich ist der erste auch relativ simpel. Ihr fahrt einfach von hinten an, sprich holt ein bisschen Anlauf, kommt mit Speed rein und fahrt das Ding dann gerade runter. Slalom ist ja jetzt nicht so wirklich das Ding, wo ihr nicht wisst, wie es geht. Slalom ist ja ziemlich simpel. Ihr fahrt Slalom um diese Pöller herum und gut ist. Ein bisschen schwierig wird es an diesen kleinen Steilhängen am Rand, wenn ihr da drankommt. Und das müsst ihr an zwei Punkten. Dann driftet euch der Wagen gerne mal weg, wie bei mir hier auch passiert. Ist aber nicht weiter schlimm, wenn ihr einen Punktebrecher mit Test erprobt drauf habt. Dann ist das eigentlich Latte. Bei dem Slalom hier könnt ihr tatsächlich auch ein Street Race, Hypercar, Touring Car, was auch immer benutzen. Ich nehme hier am liebsten den Rally Rate trotzdem, nicht nur, weil ich dann ein verbessertes Set habe, sondern einfach, weil es sich entspannter fährt und das damit einfach ein bisschen chilliger ist. Und glaubt mir, in diesem Summit werdet ihr euch über jedes chillige Event freuen. Der Slalom ist also nicht so das Ding und sollte eigentlich ziemlich schnell erledigt sein. Ähnlich geht es mit den anderen Tests, die sind eigentlich nicht so das wahre Drama. Wirklich kritisch wird es hier eigentlich erst später. So, wenn wir dann den ersten Test geschafft haben, machen wir bei der Flucht weiter. Dafür nehmen wir einen Drag Racer Corvette Stingray auf Pur- und Extraportion mit Nitro-Mischer und den Profi-Einstellungen natürlich wie eingeblendet. Eigentlich auch das ziemlich simpel. Die Flucht hier könnt ihr, meine ich, sogar auch mit dem Hypercar machen oder mit dem Alpha oder was auch immer. Das ist eigentlich egal. Weit genug kommt ihr ja eigentlich in jedem Fall, aber mit Drag Racer ist es eben doch nochmal ein bisschen besser. Außerdem braucht ihr das bei vielen Fluchten, deshalb würde ich euch empfehlen, das einfach mal zu üben, wenn ihr das noch nicht macht. Drag Racer, Nitro-Mischer, Pur-Extraportion, eigentlich bei fast allen Fluchten, zumindest bei den Straßenfluchten. Also, wir fahren in entgegengesetzte Richtung rein, nehmen direkt die erste Linkskurve und fahren von da an eigentlich nur noch geradeaus. Ihr müsst jetzt ein bisschen Autos ausweichen und hier so ein, zwei etwas leichtere Kurven noch mitnehmen. Nach der leichten Rechtskurve könnt ihr hier links auf diesen grünen Streifen fahren. Das ist ein Fahrradweg, da kommen keine Autos, lohnt sich also auf jeden Fall. Links deshalb, weil ihr am Ende hier eine Rechtskurve fahren müsst, wie ihr das hier seht. Blöd nur, dass dabei jetzt wieder Verkehr ist. Im Endeffekt, mit einem guten Try ohne Verkehr kommt ihr hier auch nochmal deutlich weiter als ich. Spielt aber nicht so die Rolle, zeige ich gleich. Da fahrt ihr jetzt im Prinzip einfach nochmal weiter, die leichte Rechtskurve. Wenn ihr dann geradeaus fahrt, seht ihr auf der Map vor euch einen Highway. Da schneidet ihr rüber, da wollt ihr nämlich drauf. Wenn ihr hier sauberer fliegt, landet ihr auch direkt auf dem Highway. Ansonsten fahrt ihr einfach neben dem Highway lang, bis ihr jetzt hier eben drauf fahren könnt. Zündet da auf jeden Fall Nitro-Schub. Eventuell könnt ihr sogar davor schon einmal einen benutzen, hat sich hier bei mir nicht gelohnt. Und dann könnt ihr das Ding im Prinzip mit den Profi-Einstellungen sauber runterfahren. An manchen Stellen müsst ihr ein bisschen vom Gas gehen. Ich würde euch nicht empfehlen, hier die Bremse zu benutzen, weil ihr sonst runterschaltet, wenn ihr Automatik fahrt. Und das wollt ihr nicht, weil im fünften Gang ist der Drag Racer einfach am besten und lohnt sich auf jeden Fall hier nicht auf die Bremse zu treten. Wenn ihr dann hier relativ sauber durchkommt, nicht wie ich hier nochmal Verkehr mitnehmt, dann könnt ihr noch mehr schaffen als ich. Zeige ich euch auch, wie ihr das weiterfahren müsst, aber im Endeffekt ist das nicht besonders schwer, weil wenn ihr jetzt hier bis zum Ende kommt, seid ihr bei 12.000 Metern oder was und das reicht für 152.000 Summit-Punkte, was mehr als genug ist. Im Prinzip, wenn ihr jetzt hier am Ende langkommt, seht ihr auf der Map auch schon, dass da eine Highway-Auffahrt quer kommt. Die fahrt ihr rechts runter, danach müsst ihr Offroad zwei Kurven schneiden und dann könnt ihr noch deutlich weiterfahren. Das geht, ist aber vollkommen unnötig, weil ihr hier mit 12.000 Metern schon 152.000 Punkte habt
Sprich, ihr seid hier dann eigentlich schon safe. Also das reicht für die Flucht, bei weitem. Ihr seht jetzt hier ungefähr, wie man weiterfährt. Wenn ihr diesen Pöller nicht mitgenommen hättet, geradeaus vor euch kommen dann zwei Kurven, die ihr einfach gerade durchschneidet. Da müsst ihr ein bisschen auf Bäume aufpassen, aber ansonsten ist das auch nicht so das Problem. Beim zweiten Slalom zeige ich jetzt gar nicht mehr groß das Fahrzeug oder so. Es ist nämlich dasselbe, ihr braucht dasselbe Set. Ihr könnt dasselbe Fahrzeug benutzen. Hier würde sich aber tatsächlich ein Rally Raid empfehlen. Allerdings könntet ihr versuchen, hier einen kleineren Rally-Raid-Wagen zu nehmen, also einen, der etwas enger ist, sprich zum Beispiel den Porsche 959, weil ihr dann leichter durch diese engen Lücken kommt. Geht aber, wie man hier sieht, auch mit dem. Der Slalom ist ein bisschen schwieriger, muss man eingestehen, der ist halt ein bisschen enger, da müsst ihr ein paar blödere Kurven nehmen und durch deutlich engere Hindernisse durchfahren. Schafft ihr aber. Sollte zu machen sein, ist im Endeffekt eben immer noch nur ein Slalom. Selbst wenn ihr da ein bisschen langsamer fahrt, ist das nicht groß schlimm. Weil mit einem Punktebrecher auf Test erprobt kriegt ihr nach wie vor die volle Summit-Punktzahl, sprich die 155.000, die ihr haben wollt. Und in diesem Summit würde ich euch empfehlen, in den Tests wirklich auf die 150.000 Punkte zu gehen, weil da gibt es einige Events, die euch definitiv noch Nerven kosten werden. Und zu dem ersten davon kommen wir auch jetzt eigentlich direkt nach dem Slalom. Ja, die neuen Agency-Events sind quasi Action-Events. Ihr müsst quasi eine gewisse Strecke absolvieren in einer vorgegebenen Zeit. Sprich, ihr müsst ins Ziel kommen und müsst auf dieser Strecke Punkte sammeln. Und zwar so viele wie irgend möglich. Wir haben das jetzt erstmal mit Motocross. Dafür braucht ihr am besten ein Set mit einem Nitro-Mischer auf komplett elegant mit einer Mischung aus Pur und Extraportion. Profi-Einstellungen sind eingeblendet. Ob das jetzt die perfekten für das Event sind, kann ich noch nicht garantieren. Ich bin damit aber ganz gut klargekommen. Vorab, Motocross ist nicht meine Top-Disziplin. Ich bin da nicht besonders gut drin. Von daher, ich denke, da könntet ihr mehr schaffen als ich. Den Fehler am Anfang verzeiht ihr mir am besten. Im Prinzip müsst ihr hier bei dem Event darauf achten, dass ihr möglichst viele Sprünge macht, möglichst viele Saltos drin habt. Und sobald ihr den Boden berührt eigentlich, müsst ihr Wheelie fahren. Ein Wheelie gibt massiv viele Punkte. Und deshalb solltet ihr versuchen, den auf jeden Fall so oft wie möglich, so lange wie möglich zu halten. Es ist auch nicht schlimm, wenn ihr dabei zwischendurch mal crasht. Das ist nicht dramatisch. Also hier tatsächlich Zeit, um ins Ziel zu kommen, habt ihr mehr als genug. Es geht hier eher darum, möglichst viel Stunts zu fahren, sprich Wheelies, Backflips und all so ein Scheiß. Im Endeffekt solltet ihr versuchen, so oft wie möglich auch unter diesen Röhren durchzufahren etc., weil auch das gibt nochmal Bonuspunkte. Und dann ist das eigentlich wirklich nur noch ein Event, wo es einfach darum geht, dass ihr so viel wie möglich Wheelie fahrt. Beim Motocross-Event gibt Wheelie tatsächlich die meisten Punkte. Ihr könntet hier sogar versuchen, schon einen Trick anzuwenden, den ich selber noch nicht getestet habe, der aber wohl ganz gut funktionieren soll. Wenn ihr diese Punkte-Events fahrt, geht ihr auf den Teil der Strecke, wo ihr am einfachsten Punkte fahren könnt, sprich hier wäre es eine lange Gerade mit möglichst wenig Hindernissen, da fahrt ihr einfach die ganze Zeit Wheelies, während ein anderer Mate, sprich ihr macht das dann zu zweit, versucht ins Ziel zu fahren, sprich der gibt sich gar nicht groß Mühe, Punkte zu sammeln, sondern er fährt bis vors Ziel und fährt in der letzten Sekunde rein. So habt ihr nämlich die Zeit, auf geraden Strecken so viele Punkte wie möglich per Wheelie einzufahren. Dafür müsst ihr aber Wheelies können. Und ich sag's euch so, wie es ist, das ist nicht einfach. Ich find's zum Kotzen, ich hasse Motocross. Und hier die ganze Zeit Wheelies zu ziehen, ist nicht unbedingt easy. Also wenn ihr das könnt, wenn ihr Wheelies ziehen könnt, versucht das auf jeden Fall mal mit einem Kollegen zu zweit zu machen. Der fährt einfach kurz vors Ziel, bleibt da stehen. Und ihr sammelt einfach mit Wheelies möglichst viele Punkte. Ihr könnt natürlich auch ein paar Rampen mitnehmen, ein paar Backflips machen, gibt alles Punkte. Aber mit Wheelies macht ihr hier tatsächlich so ziemlich am meisten Punkte. So, sprich, wenn ihr auf einer geraden Strecke seid, immer Wheelie ziehen, so oft es geht, so lange es geht und so gut wie möglich halten. Wenn ihr mal zu schnell seid, dann bremst kurz ab und macht dann nochmal ein Wheelie. Also mache ich tatsächlich auch hier, wenn ich zu schnell geworden bin und nicht mehr in Wheelie reinkomme, entweder noch mit einem kurzen Nitro-Schub, damit der nochmal so einen kurzen Anschub gibt, versuchen in Wheelie zu kommen oder abbremsen. Weil, wie gesagt, Zeit habt ihr an sich genug. Wenn ihr alleine fahrt, solltet ihr das so machen. Und wenn ihr zu zweit fahrt, einer fährt vor ins Ziel und der andere macht einfach Wheelies, so viele es geht, so lange es geht. Im besten Fall noch mit irgendwelchen Tunneln dazwischen, wo ihr noch zusätzliche Punkte kriegt, geht alles. Diese Events sind Schmutz. Die sind wirklich absolut zum Kotzen. An sich ist es ja eine schöne Abwechslung, aber ganz ehrlich, sinnvoll ist das so nicht. Also an sich sollte das immer noch ein Rennen sein, zumindest so wie es einem präsentiert wird, und sollte immer noch darum gehen, das Ziel auch schnell zu erreichen, dass es dann einfach beispielsweise einen Bonus gibt, wenn man das Ziel schnell erreicht etc. pp. Sollten sie auf jeden Fall noch einfügen.
Und ich bin mal gespannt, ob es früher oder später dann auch noch ein Set oder sowas gibt, dass wir bei solchen Events eben auch Bonuspunkte bekommen, wie das bei Monster Truck der Fall ist zum Beispiel. Bei Monster Truck gibt es ja auch Verwöhnt heißt das, glaube ich, wo ihr dann bis zu 80% mehr Punkte bekommt. Einfach dafür, ja, dass ihr eben Sachen einsammelt und Stunts macht. Einfach dafür, dass ihr mehr Punkte bekommt. Ihr seht jetzt hier, ich bin nicht sonderlich sauber gefahren. Ich bin bei 98%, also direkt vom Ziel. Und habe noch eine Minute Zeit übrig. Sprich, ich bin hier relativ schnell durchgefahren. Einfach damit ich Zeit habe, hier am Ende noch ein paar Wheelies zu ziehen. Aber ihr merkt auch schon, dass die Punktzahl, die ich habe, nicht unbedingt so blendend ist. Also ich habe jetzt gerade 66.000 Punkte. Kommt natürlich noch ein bisschen was bei rum. Jetzt gerade durch die Wheelies hier am Ende ein paar Stunts noch mitgenommen. Dadurch geht noch was. Aber es geht auch deutlich mehr. Also es geht deutlich mehr und den optimalen Weg habe ich hier noch nicht gefunden, wie man da die besten Punkte macht. Ich denke, wie gesagt, wenn man es zu zweit macht und einer wirklich einfach nur ins Ziel vorprescht, hilft das auf jeden Fall bei weitem. Und dann ist hier auch nochmal deutlich mehr drin. Ihr solltet halt wirklich gucken, wenn ihr es alleine macht, dass ihr kurz vorm Ende der Zeit darauf achtet, dass ihr wirklich ankommt. Weil wenn ihr nicht ins Ziel fahrt, ist die ganze Runde tot. Dann kriegt ihr gar nichts. Lohnt sich also nicht unbedingt dann bis auf die letzte Sekunde auszureizen, sondern vielleicht ein bisschen früher reinzufahren. Das geht aber. Alles in allem definitiv machbar. So, aber der Motocross-Teil ist, würde ich sagen, wirklich der ekelhafteste. Also das ist wirklich das Schmutzigste an dem ganzen Summit, dass ihr hier ordentlich Punkte rausholt. Ich bin jetzt mit 79.000 Punkten eigentlich sogar relativ zufrieden. Das gibt im Summit jetzt 118.000, glaube ich. Nee, 112.000 sogar nur. Das ist nicht so viel, aber für mich vollkommen ausreichend jetzt bei dem Event. Ich denke, wie gesagt, zu zweit geht hier auf jeden Fall nochmal mehr. Also versucht diese Punkte-Events immer zu zweit zu machen. So, das nächste Event ist dann endlich wieder ein Rennen. Gott segne es. Nitro-Mischer pur extra Portion auf den Mitsubishi Lancer Evo X. Hier könnt ihr auch nicht die Special-Varianten benutzen, also den, Black Knight und Red Fury könnt ihr hier nicht benutzen. Ihr müsst den normalen fahren. Profi-Einstellungen dafür habe ich eingeblendet, die solltet ihr auf jeden Fall benutzen. Und dann geht das Rennen hier eigentlich relativ easy. Das ist tatsächlich, wenn man jetzt im Vergleich mal zum Rest vom Summit sieht, ist das hier tatsächlich ein sehr einfacher Teil. Mit ein paar kleineren Abkürzungen, aber auch nichts wirklich Berauschendes. Beim Wagen solltet ihr beachten, dass der besonders bei hohem Tempo gerne noch aus der Kurve rutscht. Auch wenn er ziemlich stabil ist, aber wenn ihr zu schnell fahrt, rutscht er aus der Kurve. Also bremst vor den Kurven lieber ein bisschen ab, damit euch nicht dasselbe passiert wie hier, dass ihr zu weit nach außen kommt. So, bei 10% müsst ihr jetzt darauf achten bei der Rechtskurve. Ihr könnt hier quasi rechts durchziehen, da ist so eine kleine Gasse. Da fahrt ihr dann gerade durch. Das gibt euch auf jeden Fall ein paar Sekündchen. Also bei zwei Runden gibt das vielleicht 2-3 Sekunden Zeit. Aber sollte man sich trotzdem mitnehmen, weil alles in allem braucht man hier in dem Summit jeden Punkt, den man kriegen kann. So, jetzt kommt ihr in eine relativ enge Linkskurve. Da kommt ihr mit viel Tempo an. Auch da gilt, nicht zu steil in die Kurve, weil sonst kriegt ihr die nicht, beziehungsweise nicht zu schnell. Entweder minimal abbremsen oder eben sehr weitläufig nehmen, mit dem Risiko, dass ihr dann eben am Ende rausrutscht. So, bei 27% im Tunnel gilt, bleibt unten im Tunnel, nehmt nicht die Rampe nach oben und fahrt dann hinten möglichst sauber die Kurve. Ich habe das hier in der ersten Runde ein bisschen verkackt leider, aber alles in allem ging es trotzdem noch. Einfach gucken, dass ihr möglichst sauber da durchkommt und dann seid ihr eigentlich schon ganz gut dabei. Bei 36% bei der Rechtskurve ist ein bisschen fies, diese kleine Gasse da, dass ihr dann nicht hängen bleibt, beziehungsweise dieser kleine Häusereingang. Und ansonsten geht das eigentlich. Der letzte schwere Teil ist jetzt bei 44%, diese Linkskurve unten in den Tunnel rein. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, auch da nicht zu schnell, sonst rutscht ihr in die Wand und das kostet Zeit. Also da lieber vorher ein bisschen abbremsen. Und dann seid ihr aber hier eigentlich im Ziel und habt euer Wunsch, eure Wunschzeit hoffentlich mit um die 3,20, 3,25 erfüllt, dann gibt das hier ganz gut Punkte. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten absoluten Schmutz-Event. Ey, wirklich, diese Update-Events, ich verstehe sie nicht. Also ich verstehe sie, aber ich erkenne den Sinn dahinter nicht, weil es ist wieder was. Alleine absolut zum Kotzen und zu zweit kann man sich wieder richtig schön Punkte geiern. Also, wir nehmen für das erste Event den Jaguar aus dem Motorpass, Nitro-Mischer pur, extra Portion, Profi-Einstellung. Beachtet ganz oben die direkt wegscrollen. Haltet da kurz an. Die allgemeinen Settings müsst ihr hier auch verändern. Vorsicht, die müsst ihr immer wieder umändern, wenn ihr wieder normale Rennen fahrt, bei Street Race dann. Jetzt gilt hier, was bei dem Motocross ein Wheelie ist, ist bei den Street Racern ein Drift. Sprich, ihr fahrt mit einem Street Racer und eigentlich ist das hier nichts anderes als ein besseres Drift-Event.
Ihr wollt nämlich nichts anderes machen, als dieses ganze Event durchgehend zu driften. So, das ist jetzt natürlich, wenn ihr gleichzeitig ins Ziel fahren müsst, ziemlich scheiße. Das heißt, optimalerweise auch hier fahrt ihr wieder zu zweit. Ihr fahrt den ersten Teil der Strecke ganz normal, bis ihr bei ungefähr 19% ankommt. Da ist ein großer Parkplatz. Wenn ihr alleine seid, müsst ihr hier ein paar Runden drehen, ein paar Punkte sammeln und weiterfahren. Sprich, ihr nehmt die Punkte aus den Drifts hier mit und dann fahrt ihr die Strecke weiter. Ist ganz scheiße, weil auf der normalen Strecke kriegt ihr deutlich weniger Punkte als bei den Drifts. Ihr seht das hier, ne? Mal eben so 4000 Punkte in einem Drift. Wenn ihr zu zweit seid, habt ihr jetzt hier denselben Vorteil wie beim Motocross. Einer bleibt hier auf dem Parkplatz und driftet sich die Seele aus dem Leib, holt sich so viele Punkte wie er kann, während der andere vors Ziel fährt und da einfach nur wartet bis zu 2-3 Sekunden Restzeit und dann reinfährt. Wenn ihr die Strecke alleine fahrt, könnt ihr hier sehen, wie ihr es ungefähr fahren solltet. Ungefähr. Und wenn ihr zu zweit seid, wie gesagt, einer bleibt auf dem ersten Parkplatz, der zweite fährt ins Ziel. Das Problem bei diesen Events, meiner Meinung nach, ist halt wirklich, dass schnell ins Ziel fahren nichts bringt, sondern der, der am besten zwischendurch diese Zeit ausnutzt, kriegt mehr Punkte. Und da bin ich nicht so ultra der Fan von, mal davon abgesehen, dass wir einen Street Racer haben, der driften soll. Wieso? Weil eigentlich ist das überhaupt nicht so gedacht. Eigentlich soll man hier diese Kisten mitnehmen und Sprünge machen und alles mögliche. Aber das bringt viel weniger Punkte. Die Drifts bringen bei weitem die meisten Punkte. Weshalb ihr eigentlich nichts anderes machen müsst, als schnell zu diesem Parkplatz kommen und da driften. Und zwar ohne Ende. Weil diese Drifts einfach nur ohne Ende Punkte bringen. Das ist totaler Schwachsinn. Also die komplette Meta dieser Rennen besteht daraus, mit einem Street Race Auto zu driften. Anstatt hier einfach ein Drift-Auto reinzusetzen und zu sagen, jo, driftet einfach mal auf diesen Strecken, da könnt ihr noch auf andere Weise Punkte bekommen, machen sie es jetzt mit einem Street Racer und es geht trotzdem nur ums Driften. Also meiner Meinung nach totaler Bullshit. Wieso? Ihr müsst die Profi-Einstellung auf den Autos kaputt machen. Mit dem Auto, mit den Settings, könntet ihr in einem normalen Rennen nichts reißen, gar nichts. Der wäre viel zu langsam, würde euch in jeder Kurve rausscheppern. Das heißt, dieses Street Race-Auto braucht theoretisch zwei Profi-Settings, einmal für die Agency-Events und einmal für die normalen Events. Und das ist einfach meiner Meinung nach nicht Sinn der Sache, nicht Sinn des Spiels. Also ihr müsst ein normales Street Race Auto nehmen und es komplett ruinieren, damit so viel wie möglich durch die Gegend rutscht. Aber gut, jetzt haben wir es so, jetzt müssen wir es umsetzen und jetzt wissen wir so grob, wie es geht, möglichst viel driften und im besten Fall einen Freund vorschicken, der ins Ziel fährt, während ihr einfach nur auf dem ersten Parkplatz bei 19% bleibt und da rumdriftet. So, und das ist auch so ziemlich der Grund, warum dieses Video so verdammt spät heute erst kommt, weil ich diese ganzen Events auch selber erst probieren muss. Diese ganzen neuen Rennen, die neuen Punktemöglichkeiten und wie man das ganze Zeug fährt, muss ich ja auch erstmal rausfinden und testen. Sprich, deshalb dieses Video so verdammt spät, viel später als es normalerweise üblich wäre. Und tut mir leid, dass die Kirche gerade im Hintergrund nervt, aber wir haben gerade 19 Uhr, während ich das hier aufnehme. Und mehr kann man eigentlich gar nicht dazu sagen. Ihr müsst einfach nur driften. Nutzt jede Driftfläche, die ihr habt. Wenn ihr alleine fahrt, kleiner Tipp, bei 90% die Driftfläche, benutzt die bis zu ungefähr 20 Sekunden und danach fahrt straight ins Ziel. Dann habt ihr zeitlich so die beste Ausnutzung quasi der Driftzeiten. Ja. Also wie gesagt, sorry, dass das Video so spät kommt, aber ging schlichtweg nicht anders. Also wenn ich das anders gemacht hätte, wäre das hier deutlich schlechter und ich könnte deutlich weniger zu den Events sagen. Deshalb lieber spät und dafür ein bisschen mehr Qualität, als direkt reinzuhasseln und dann ist nachher das Video total für den Arsch, weil ihr überhaupt nicht wisst, wie ihr Punkte macht. So, wie gesagt, macht diese Events zu zweit, nicht alleine. Nur alleine, wenn ihr wirklich keine andere Wahl habt. Wer also zum Beispiel kein PS Plus hat auf der PlayStation, der kann es nur alleine machen. Aber ihr könnt deutlich mehr Punkte machen, wenn ihr es zu zweit macht. Oder eben zu viert, aber zu zweit würde ich empfehlen. Weil dann steht ihr euch nur im Weg. So, als nächstes kümmern wir uns um das Hypercar-Rennen. Wir nehmen dafür den Bugatti La Voiture Noire, Nitro-Mischer, pure Extra-Portion natürlich. Profi-Einstellungen wie eingeblendet und dann ist das endlich mal wieder ein normales Rennen. Das Rennen ist Hollywood, das sollte eigentlich jedem ein Begriff sein. Das ist auch das Rennen, wo man im Optimalfall Hypercar-Teile farmen geht. Endlich wieder ein Rennen. Was soll ich sagen? Ich habe mich richtig gefreut, als ich bei dem Punkt war. Bis zu dem Punkt, wo mir klar wurde, ich muss danach nochmal so einen Punkt gewinnen. Eigentlich relativ simpel. Die erste Kurve schneidet ihr rechts. Danach
einfach straight geradeaus. Ihr müsst jetzt ein bisschen vorsichtig sein bei der nächsten Kurve, nicht zu schnell sein, sonst rutscht ihr dann nämlich gerade raus. Also vor der Rechtskurve hier ein bisschen bremsen. Dann könnt ihr nach der Autobahn eigentlich vor dem, nach der Brücke vor dem Baum eigentlich schon rüber cutten. Ich habe hier danach gecuttet, dadurch komme ich hier leicht rechts vom Weg nochmal ab. Dann nochmal straight geradeaus, wieder rechts innen ein bisschen cutten, sodass ihr auf der Straße bleiben könnt. Und dann seid ihr auch schon in der Stadt. In der Stadt eigentlich gar nicht so schwierig. Ihr müsst hier bei der ersten Linkskurve ein bisschen aufpassen, dass ihr die möglichst innen nehmt, aber eben nicht zu weit innen, also nicht innen gegen Shepard, aber eben trotzdem noch so weit innen seid, dass ihr eben da vorbeikommt. So, bei dem Sprung aufpassen. Achtet auf die Hochhäuser dahinter. Das Hochhaus, was ihr dahinter seht, das rote hier, das könnt ihr leicht vor der Rampe sehen. Guckt, dass ihr leicht links davon springt. Das ist ein bisschen tricky, dass ihr nicht zu weit rechts, nicht zu weit links springt, aber das solltet ihr nach ein paar Tries eigentlich hinbekommen haben. Jetzt kommt bei 43% links eine kleine Rampe. Danach müsst ihr eine scharfe Rechtskurve fahren. Guckt, dass ihr die wirklich in einem Zug nehmen könnt. Ganz gut, wenn ihr links am Rand fahrt, bei der Rampe, und kurz nach der Rampe voll einschlagt, kommt ihr bei den meisten Autos sauber rum. Da müsst ihr dann ein bisschen variieren. Bei 57% die Autobahnauffahrt nehme ich ganz gern mit der Leitplanke, da komme ich einfach ein bisschen schneller durch. Je sauberer ihr an die Leitplanke fahrt, desto besser, dann kommt ihr da nämlich schneller hoch. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Autobahn. Das ist selbsterklärend, glaube ich. Gas und Nitro, bis ihr wo es ist. Und wenn ihr dann bei der Autobahnabfahrt seid, gilt dasselbe, möglichst sanft in die Abfahrt rein. Da könntet ihr auch ein bisschen abbremsen. Ich scheppere hier einfach immer voll in die Leitplanke, weil das meiner Meinung nach ein bisschen schneller ist. Und dann ist eigentlich der Großteil dieses Events auch schon wieder gegessen. Wirklich lang ist das nämlich nicht. Wenn ihr jetzt hier gleich rechts links diese kleine Kurve hattet, fahrt ihr links neben links durch quasi auf die linke Spur, auf die Gegenspur. Da ihr keinen Verkehr habt, ist das kein Problem. Und dadurch könnt ihr im Tunnel relativ leicht die ganze Kurve nehmen und damit Vollspeed durchscheppern. Und nach der nächsten Linkskurve seid ihr auch schon im Ziel. Das ist gleichermaßen schön als auch unschön. Im besten Fall habt ihr irgendeine Zeit knapp unter 2,20. Geht auch besser, aber reicht dann schon. Jetzt wird es nochmal ein bisschen eklig für die letzten zwei Events. Insbesondere, weil meiner Meinung nach das zweite Agency-Event noch ein bisschen schlimmer ist als das erste, als hätte man es nicht schon schlimm genug gehabt. Bei dem zweiten Agency-Event fahren wir den Porsche, was war das für einer? 911 Speedster. Ja, auch hier wieder, ihr müsst die Profi-Einstellung möglichst doll versauen, damit das Ding rutscht. Ihr seht hier, wie ihr es macht. Das funktioniert. Damit rutscht der. Da gibt es garantiert bessere, aber die werden wir nachher im Stream auf jeden Fall noch gucken. Also wer will, heute Abend machen wir auf jeden Fall noch einen Stream zum Summit und gucken uns das nochmal im Detail an. Die Strecke fängt ein bisschen ekliger an. Ihr habt hier quasi ziemlich viel Offroad-Scheiße vor euch. Da könnte man schon versuchen zu driften. Ich fahre hier einfach geradeaus drüber, einfach weil mir der Teil zu doof ist. Auf der gesamten Strecke gibt es mehrere Engpassagen, ein paar Rampenabfolgen, die euch hoch über die Häuser führen. Meiner Meinung nach alles total zum Kotzen, weil unheimlich fehleranfällig. Unheimlich anfällig dafür, dass ihr irgendwelche Fehler drin habt und viel Platz zum Rutschen habt ihr hier selten. Mein Tipp auch hier, macht das wieder zu zweit. Einer fährt vor zum Ziel und der andere nutzt gleich die erstbeste Driftstelle und fängt an zu driften. Die ist hier leider relativ spät, aber trotzdem könnt ihr damit ein bisschen mehr Punkte rausholen. Also ich nutze hier ganz am Anfang, ganz ehrlich, ich benutze hier die Rampen. Einfach aus dem Grund, weil ihr dann immer in diese Sprünge drin habt und die geben Punkte. Also Sprünge geben ähnlich viele Punkte wie Drifts, ich glaube sogar genauso viel, nur dass ihr eben Sprünge nicht so weit strecken könnt. Sprich, ihr fliegt, solange ihr fliegt und wenn ihr landet, habt ihr, ne, kriegt ihr keine Punkte mehr. Beim Driften könnt ihr die Drifts wenigstens noch ziehen. So, eigentlich danach einfach der Strecke möglichst gut folgen. Macht das, wenn ihr zu zweit seid, nicht unbedingt so wie ich hier. Versucht natürlich viele Punkte mitzunehmen, aber versucht vor allen Dingen schnell durchzukommen. Weil die Stelle, wo ihr hier driften könnt, die kommt erst bei um die 60%. Ups. So, wenn ihr jetzt bei 50% angekommen seid, da könnt ihr einmal einen schönen Drift ziehen. Am besten nicht ganz so langsam werden wie ich hier. Dann seht ihr jetzt gleich vor euch einen großen, großen Kreisverkehr. Und genau da könnt ihr Drifts ziehen. Ihr müsst da aufpassen, ihr könnt keinen durchgehenden Drift ziehen, zumindest noch nicht mit den Settings. Vielleicht finden wir nachher noch bessere, dann landen die im Discord auf... in der Videobeschreibung mal in Discord gucken. Da gibt es dann später oder morgen spätestens auch noch die Profi-Settings, die ich benutze. Und die werden eben auch geupdatet, wenn wir noch bessere finden sollten. So, und jetzt hier im Kreisverkehr könnt ihr Drifts ziehen. Und zwar solange es irgendwie geht.
Wenn ihr einen Mate habt, der für euch ins Ziel fahren kann, dann bleibt ihr einfach hier und versucht zu driften, solange es irgendwie geht und so viel es irgendwie geht. Wenn ihr alleine seid, müsst ihr zwangsweise irgendwann die Strecke weiterfahren, damit ihr überhaupt ins Ziel kommt. Wie gesagt, im besten Fall die Agency-Events immer zu zweit, damit einer zum Ziel fährt, während der andere irgendwo so viele Punkte farmt wie nur möglich. Ja, schreibt auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesen neuen Events haltet. Ich finde es auf jeden Fall verbesserungswürdig. Ich finde zwar die Idee ganz cool, aber die Umsetzung ist absolut mangelhaft und könnte noch deutlich verbessert werden. Ja, jetzt bin ich bei 1,20 ungefähr wieder auf die Strecke gefahren, einfach weil irgendwann muss ich zum Ziel fahren. Wenn ihr die Chance habt, könnt ihr hier noch bis zu 1,5 Minuten dann mehr quasi driften, während euer Mate einfach schon vorm Ziel wartet und euch ins Ziel bringt. Ihr seht schon, 69% komplett stehen geblieben, einfach weil der Wagen noch nicht optimal ist. Das funktioniert alles noch nicht ganz, wie es sollte, aber man kann nicht jeden Street Racer zu einem perfekten Drifter umbauen, das funktioniert nicht. Und genau das ist das, was ich meine, dass diese Events so eine Drift-Meta haben, ist halt eigentlich totaler Schwachsinn, weil dafür gibt es Drift-Fahrzeuge. Das sollte nicht an Street Race-Fahrzeugen hängen, dass man das hier so machen muss. So, im Endeffekt sind bei diesen Events hier 130.000, 140.000 Sammelpunkte möglich, aber ich glaube, dafür werden die meisten von euch eben zu zweit fahren müssen. Also gerade bei dem Motocross, habt ihr gesehen, habe ich 112.000 Sammelpunkte nur bekommen. Das ist alles noch ein bisschen wackelig, finde ich. Also wie man da Punkte machen soll. Ne? Also beim Motocross Wheelie ziehen, bei den Street Race driften, ist bis jetzt so das Beste, was ich gefunden habe, beziehungsweise was meine Community auch gefunden hat, weil ich war ja auch auf Insta heute möglichst viel in Kontakt mit den Leuten, um natürlich neue, bessere Ideen mit aufzunehmen. Daher auch der Tipp mit den mehreren Leuten übrigens, Swati, ne, merci. Das habe ich noch nicht selber getestet, aber das erscheint mir vollkommen logisch, dass das funktioniert. So, und dann sind wir mit den Agency-Events durch. Auch wenn da jetzt nicht so viele Punkte bei rumgesprungen sind, reicht es so auf jeden Fall, weil das Problem haben noch viele mit dem Summit. Ne? Das sind neue Events, das kann noch keiner. So, bei den Motorradrennen am Ende, Nitro-Mischer pur Extra-Portionen. Die Profi-Einstellungen sind ein bisschen angepasst, damit die eben auf das Rennen hinhauen. Und dann muss man sagen, hier gilt tatsächlich, Speed ist nicht immer das Wahre. Je schneller ihr fahrt, desto mehr rutscht ihr teilweise raus. Das ist eine Motocross-Strecke, da müsst ihr präzise sein und das klappt sonst nicht unbedingt. Nach dem ersten Sprung fahrt ihr Offroad hier zwischen die Bäume. Sieht man hier ganz gut, hat nicht perfekt funktioniert. Ihr hättet ein Stück weiter rechts als ich hier springen müssen. Sprich bei dem ersten dicken Baum links vorbei, dann kommt ihr da am besten durch. Dann bei 17% nach dem Sprung durch den Checkpoint links an der Rampe vorbei. Und jetzt wird es nochmal ein bisschen... Boah, jetzt muss ich die ganze Zeit hier Speed erzählen. Also, Highway-Brücke. Danach stark links runter. Mit dem Motocross könnt ihr easy so eine starke Kurve machen. Mit dem Street Race Motorrad ein bisschen schwerer. Also aufpassen. Danach gerade in der Mitte durch, damit ihr hier zwischen den zwei Rampen durchkommt. Bei der Treppe möglichst ein bisschen abbremsen, weil ihr sonst zu schnell seid. Hier dann bei 50% links die Treppe hoch. Da müsst ihr gerade sein, damit ihr nicht wie ich hier hängen bleibt. Wenn ihr bei 53% in den Tunnel fahrt, ein bisschen langsamer, ganz links bleiben und danach die Rechtskurve möglichst sauber nehmen. Nicht wie ich hier. Ihr merkt schon, ne, Motorräder sind einfach nicht meins, die fühle ich einfach nicht. Aber wie gesagt, wir werden nachher im Stream auf jeden Fall das Summit noch verbessern. Wahrscheinlich, wenn ihr das Video hier zu Ende geguckt habt, bin ich schon live. So, 75% nochmal rechts springen mit Nitro über ein Haus hinweg und dann über den Checkpoint hinweg runter. Wieder komplett Kontrollverlust hier. Links an den Hindernissen unten im Kanal vorbei und dann seid ihr im Ziel. Ganz ehrlich, dieses Summit war eins der schmutzigsten, die ich je gespielt habe. Und die Belohnungen sind auch nicht so krass. Also es gibt ein verbessertes Motocross-Set, das sollte man sich schon gönnen. Aber ansonsten, sorry, also, ne? Muss nicht sein eigentlich. Also ich kann jeden verstehen, der sagt, für das Motocross-Set schwitze ich nicht. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, ey, so ein Motocross-Set ist schon ganz wichtig. Vor allen Dingen Nitro-Mischer für Motocross zu farmen, ist echt anstrengend. Also, dieses Mal hat das Summit echt lange gedauert. Ich habe jetzt das Commentary aufgenommen bis 7:15. Sprich, das ganze Summit ist schon seit 5 Stunden draußen. Normalerweise bin ich jetzt hier nach ungefähr 2-2,5 Stunden. Hat also alles deutlich länger gedauert. Ich hoffe, das Video kommt trotzdem relativ früh. Ich denke mal, so um die 9 Uhr sollte ich schaffen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen. Viel Glück trifft es eigentlich eher, weil Spaß werden wahrscheinlich die wenigsten hier haben. Ich drücke euch trotzdem die Daumen, dass ihr das hinbekommt. Und wenn Fragen sind, schreibt es in die Kommentare oder guckt in der Videobeschreibung. Geht in den Discord, akzeptiert die Regeln und schreibt in The Crew Chat.
Oder kommt, wenn ihr das gesehen habt, direkt rüber in den Stream und dann sehen wir uns da und können noch mal ein bisschen was klären. Da werden wir nämlich auf jeden Fall uns heute auch mit dem Summit beschäftigen. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht es gut. Viel Glück und spätestens bis nächsten Mittwoch zum nächsten Summit.